Wenn, barakallahu fikum, die erste Bedingung nicht da ist, nicht da, nicht vorhanden, nicht vorhanden. Das bedeutet, wenn wir überhaupt keine Überlieferungskette haben, dann ist das kein Hadith mehr. Kein Hadith. Jetzt, wenn die zweite Bedingung nicht vorhanden ist, das bedeutet, wenn die Überlieferungskette nicht vollständig ist, dann ist das Hadith entweder munqati' oder ist Hadith mursal. Das bedeutet, da haben wir keine vollständige Überlieferung und deshalb ist die Überlieferung schwach. Wenn barakallahu fikum den ersten Teil von der dritten Bedingung, Redlichkeit, wenn das erste Teil der Bedingung nicht da ist, dann ist diese Überlieferung entweder erfunden oder gelogen. Das darf man nicht annehmen. Wenn der zweite Teil der Bedingung 3, wenn das nicht vorhanden ist, dann auch ist diese Überlieferung barakallahu fikum schwach oder erfunden oder gelogen. Wenn das Hadith kein Illa, das bedeutet, wenn das ein Fehler hat, Fehler, dann muss man diesen Fehler betrachten, aber das Hadith ist schwach. Und wenn das Schad ist, da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder dass er Schad ist oder Munkar. Munkar heißt eine schwache Überliefer oder eine schwache Überlieferungsperson widerspricht einer vertrauenswürdigen Person in der Überlieferung. Der widerspricht ihm. Und so, barakallahu fikum, das heißt, wenn diese Bedingungen nicht vorhanden sind, dann ist das Hadith daif. Und hängt davon ab, dann wie weit oder welche Stufe von schwachen Hadith. Allah ta'ala ala wa alam.